Hallo und herzlich willkommen bei Benekes Advent. Wir haben es uns hier richtig schön eingerichtet und aus ganz Deutschland haben wir Adventsgrüße mitzuteilen. Aus dem Osten, aus dem Osten, aus dem Süden und aus dem Westen. Ich bin der Erste aus dem Westen. Ich sage, ich wünsche einen friedlichen und schönen Advent. Möge es voller spannender wissenschaftlicher Erkenntnisse, voller bizarrer, lustiger Dinge und voller schöner Adventskerzen und dem Duft von Plätzchen sein. Schauen wir mal, was aus Franken für ein... aus Franken für ein... Franken, jawohl. Ja. Ja, grüß euch, ich bin der Peter aus Franken, wünsche euch eine schöne vorweihnachtliche Zeit und auf die Plätzchen fertig los. Jetzt kommen wir nach Polen. Cześć. Pogodne dni przed świętami Bożego Narodzenia. Wollte ich nur kurz sagen. Und ansonsten möchte ich noch auf etwas aufmerksam machen. Falls euch noch ein kreatives Geschenk für Weihnachten fehlt, möchte ich auf die schönen polnischen Weihnachtskerzen hinweisen. Diese hier. Im Vergleich zu den deutschen Weihnachtskerzen zeichnen sie sich durch besonders viel Glitzer und Bunt und Kitsch aus. Und sie sind sehr günstig. Daher schenkt polnische Weihnachtskerzen. Für den Hausgebrauch oder fürs Grab. Sehr vernünftig. Cześć. Und jetzt kommen wir nach Sachsen. Schmorkei Weihnachten. Warum denn nicht? Fischbinder-Cringe. Wo kommst du denn her, genau? Aus dem Fichtelwald. Und was macht ihr immer, wenn ihr grummeligen Fichtelwälder? Wir zünden Kerzen an. Ja? Ja. Und hast du noch Wünsche an die Zuschauerinnen und Zuschauer? Zündet euren Tannenbaum an? Nein, im Advent gibt's doch gar keinen Tannenbaum. Warum nicht? Hast du vielleicht doch noch eine abschließende Nachricht, auch aus Sachsen? Nee. Also, wie man sehen kann, ein heiteres und fröhliches Familienfest im Kreise der Lieben. Und wir sagen alle Tschüss und frohe Weihnachten. Tschüss. Frohen Advent. Tschüss.